Thank you, good morning, and welcome to the Hyundai Motor Press Conference. Willkommen auf dem Stand von Hyundai hier auf der IAA. Hinter mir eines der Highlights, das neue Konzept voll elektrisch namens 45. Und das soll erinnern an das Concept Car Pony aus dem Jahr 1974. Der Name 45, der kommt daher, dass das Fahrzeug vorne wie hinten die Scheiben unter anderem in einem 45-Grad-Winkel angebracht hat. Es gibt aber weitere Highlights, eine sehr große Reichweite, außerdem ein besonderes Design. Wenn wir uns die Frontscheibe angucken, alles mit kleinen Würfeln gelöst. Und damit die Passagiere sich wohlfühlen, gibt es nicht nur Schiebetüren, sondern auch Sitze, die man herumdrehen kann. Und das Ganze ist aber nur eines der Highlights, die wir uns jetzt hier auf dem Hyundai-Stand anschauen. Das hier ist der neue Veloster NE TCR, das Fahrzeug, das in der vollelektrischen Rennserie ab der Saison 2020 starten wird. Und da fragt man sich eigentlich, wie lädt man so ein Fahrzeug eigentlich, vor allem damit die elektrische Rennserie auch grün bleibt. Und da hat Hyundai eine ziemlich clevere Lösung. Das ist eine Ladestation, die auf Wasserstofftechnologie basiert. Der Grund, warum wir sie entwickelt haben, ist, um unseren neuen elektrischen Veloster zu laden. Als wir uns entschieden hatten, im grünen Motorsport aktiv zu werden, mussten wir darüber nachdenken, woher wir den Strom bekommen. Wir haben hier also unsere Brennstoffzellentechnologie genutzt, die auf dem Nexo basiert. In diesem Ladesystem befinden sich zwei Nexo-Brennstoffzellen, mit denen wir ganz einfach unseren Veloster eTCR umweltfreundlich laden können. Ein weiteres Highlight am Stand von Hyundai ist ganz klar der neue i10. Der Wagen steht hier in der dritten Generation. Und das Schöne ist, er gehört in seiner Klasse klar zu den am besten vernetzten Fahrzeugen. Aber wichtiger, er gehört sicherlich auch zu den sichersten Fahrzeugen. Denn er hat zum Beispiel bereits in der Basis sowohl einen Notbremsassistenten wie auch einen Spurhalteassistenten serienmäßig mit an Bord. Das Schöne dabei ist, das Auto kostet knapp unter 11.000 Euro in der Basis. Und wer das ein bisschen sportlicher haben will, der entscheidet sich für den hier. Denn den i10 gibt es auch als N. Auf dem Stand von Hyundai dominieren ganz klar die alternativen Antriebe und so wird das Angebot hier unter anderem abgerundet durch die Neuauflage des Ioniq Electric und des Kona Electric.